Wir können nicht länger akzeptieren, dass es Kindersoldaten gibt. Wir wollen, dass unsere Politiker etwas dagegen tun. Gebt den missbrauchten Kindern eine Stimme. Gegen den Missbrauch von unter 18-Jährigen in Kriegen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir die Verantwortlichen stoppen. Wichtige Schritte sind schon getan. Seit 2002 gilt ein Abkommen der Vereinten Nationen, damit Kinder vor Krieg und Gewalt geschützt werden und die Täter als Kriegsverbrecher bestraft werden. Doch in vielen Ländern geht das Leiden weiter. Zum Beispiel in Uganda, dem Kongo, Burma, Kolumbien und den Philippinen. Mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche werden in Kriegen von Erwachsenen eingesetzt, weil sie sich nicht wehren können. Sie müssen als Soldaten kämpfen. Sie werden unter Drogen gesetzt, Mädchen werden missbraucht, Kinder werden zu Tätern gemacht und sind doch Opfer. Sie lernen nur zu überleben, aber sie verlieren ihre Kindheit und ihre Zukunft. Die Rote Hand ist unsere Stimme gegen die Ausbeutung aller Jugendlichen unter 18 als Soldaten. Die Aktion ist sehr einfach. Sammelt so viele Farbabdrücke von Händen wie möglich. Schreibt euren Namen, eure Stadt und euren Protest auf das Papier unter euren Handabdruck. Schreibt, was unsere Politiker zum Schutz der Kinder tun sollen. Die Aktion findet in Klassen, auf Schulfesten, in Vereinen und auf der Straße statt. Bittet auch Politiker und Prominente, die Aktion zu unterstützen. Der Red Hand Day ist am 12. Februar. Er ist der jährliche Gedenktag für Kindersoldaten. 2009 haben Kinder und Jugendliche 50 Kisten mit roten Handabdrücken nach Berlin gebracht. 130.000 rote Hände wurden an den Bundespräsidenten Horst Köhler übergeben. Mit Kindersoldaten haben wir gehört in Sri Lanka, in anderen Teilen der Welt. Es ist eigentlich fast das schlimmste Verbrechen, an dem Erwachsene beteiligt sein können. Und deshalb kann ich euch versprechen, das, was ihr mir heute gebt, das werde ich nutzen, um euch zu unterstützen. Zusammen mit dem Musiker Wolfgang Niedecken hat Horst Köhler selbst schon Kindersoldaten in Afrika besucht. Sein Versprechen hat der Bundespräsident mit einem Handabdruck besiegelt. Weltweit sind 300.000 Hände zusammengekommen. Jugendliche aus der ganzen Welt haben sie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen übergeben. My name is Anna Maria and I'm from Germany. Es ist unsere Pflicht, sicherzustellen, dass kein Kind Soldat werden muss, dass der Missbrauch der Kinder aufhört. Daher bitte ich Sie, Herr Generalsekretär, und die Delegierten der Vereinten Nationen, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, dieses Ziel zu verwirklichen. Ein Traum wurde wahr. Die Stimme von vielen Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Welt wurde in New York erhört. Ich werde alles dafür tun und verspreche, dieses Thema wird weiter höchste Priorität für die Vereinten Nationen haben. Sammelt wieder möglichst viele rote Hände und schickt sie an unsere Bundestagsabgeordneten und andere Politiker. Wir wollen, dass sie sich für die Kindersoldaten einsetzen. Macht doch einfach mit!